Na, hier ja scheinbar nicht. Kann mich nicht von hier oben? Oh nein. Shit, ich muss hier wegsprinten. Ist halt echt die Frage. Läuft er mir jetzt... Ah! Scheiße, jetzt läuft er mir bis ganz hinterher. Das hat er das letzte Mal nicht gemacht. Oh Gott. Ich habe gerade den Herzinfarkt meines Lebens gekriegt, Alter. Oh nee, sag mir das jetzt nicht. Ja, okay. Okay. Jetzt wäre halt echt mal gut zu wissen, wo ich das Motorrad hingestellt habe. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Ah, hier. Warum habe ich nicht da vorne gespeichert? Nein! Das ist nicht der Ernst. Spieladen. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass das Ding mich wirklich in Flammen aufgehen lassen kann. Da hatte ich beim ersten Mal ja einfach nur unglaubliches fucking Luck. So wie es aussieht. Und nochmal Luck gehabt, Alter. Jetzt lasst mich in Ruhe, Jungs. Wait a minute. Hm. So, jetzt klettern wir hier hoch. Klettern wir hier hoch. Und speichern drüben im anderen Level. Ah, direkt. Da habe ich keine Lust, das nochmal zu machen. Einziger Vorteil ist, dass ich mich nicht nochmal so bestialisch erschrecken kann, weil er mir bis hierher hinterher rennt. Nice. So. Ich vermute mal, dass es das ist. No? Nee, was soll ich denn da jetzt machen? Habe ich es übersehen? Bin ich ja wieder hier. Hä? Ich habe das Gefühl, ich bin dumm. Ja, wir müssen zurück. Doch und das. Ich meine, prinzipiell macht es erstmal Sinn. Ja, aber was kann ich denn machen? Das ist gerade so das Problem, weil ich raff's nicht.
Okay. Okay, good to know. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss ein Stück vor, damit ich absteigen kann. Dann... brauchen wir einmal den Gerät. Das Ding wegballern. Okay, und ich denke mal, den Rest werde ich von selbst finden. Jedenfalls ein Teil. Hopefully. Okay. Ja, okay, ja, muss ich scheinbar nichts machen. Ansonsten wäre das anders deklariert worden, I think. Ist deklariert hier überhaupt der richtige Begriff? Wahrscheinlich nicht. Da. Ach stimmt, okay, hier war ich ja glaube ich schon mal und habe dieses Ding runtergerissen. Das war eine von diesen Türen, wo sich Lara ranhängen muss, um die runterziehen zu können. Ich glaube, mehr hatte ich dann hier aber noch nicht gemacht, weil ich irgendwas übersehen hatte. Okay. I get it. Ich darf da nicht durchklettern. Okay, dann macht es Sinn, dass wir das Ding gerade weggeschossen haben. Ja, wahrscheinlich ist das, was ich da übersehen hatte, als ich das erste Mal hier war. Mal ganz davon abgesehen, dass ich hier wahrscheinlich hätte eh nichts machen können, so wie ich es verstehe. Bisher. Aber ich habe keine Ahnung, ich blick bei diesem Spiel langsam nicht mehr durch. Das Level-Design ist ab... nach dem Poseidon-Tempel. Nicht dem Poseidon... doch, eigentlich schon nach dem Poseidon-Tempel echt weird manchmal. Und ich will den Poseidon-Tempel hiervon nicht mal ausschließen. Der ist nämlich auch strange. Also richtig strange. Teilweise. Die Tulun-Moschee. Kann ich hier hin, ohne abzustürzen? Does not look like it. Ich glaube, ich muss mich hier irgendwie rumhangeln. Habe ich eigentlich keine Lust drauf, aber okay. Oh nein, 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 nein. Ganz, ganz, ganz dumme Idee. Oh nee, sag mir nicht... ich dachte gerade, ich darf das nochmal machen. Ah, okay. Safe. Das habe ich gar nie gesehen, dass hier... oh nein, nicht schon wieder. Was sind das eigentlich für Mistviecher? Wer hat denn sich für den Scheiß eingesetzt? Dass das im Spiel bleibt. Okay, es macht irgendwo Sinn, weil sieben Plagen... Set ist wieder... oh Gott! Ich bin gerade voll erschrocken. Das waren all meine Uzi-Munis. Das war wahrscheinlich nicht klug. Das war alles, nur nicht klug. Dann... Lara? Wäre es mit... interagieren Sie mit der Tür... Miss Croft, könnten Sie bitte mit der Tür interagieren? Keine Ahnung. Aufziehen, aufbrechen. Muss ich erst die Brechstange auswählen oder wie? No. Hä? Sag mal, Lara, bist du dumm? Warum soll ich denn hier hinklettern, wenn hier nichts ist, was ich machen kann? Hä?
das denn jetzt für ein Bullshit, Alter? Ich werde es übersehen. Hierfür ist Lara zu klein, da kommt sie nicht hoch. Hä? Das sieht so aus, als könnte ich damit interagieren. Ah, es sieht bloß so aus. Ich meine, warum sollte ich? Das macht keinen Sinn. Das Einzige, was Sinn macht, womit ich interagieren könnte, ist die Tür. Und Lara will die Tür nicht öffnen. So, was macht denn die Gute? Da muss ein Schlüssel rein. Fucking Dachbodenschlüssel. Wie soll man da drauf? Oh, komm, ey. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ah, danke, Spiel. Tja, jetzt bin ich hier vorne wieder. That's not where I want to be. Ja, übersehen. Ich muss zugeben, ich habe der Gute nicht ganz zugeguckt, wo die lang ist. Na, hier ist ja nicht. Da ist er lang. I guess. Ja. Ich liebe diesen Kampfstyle auch. Das ist richtig... dumm und super zugleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil ich hab's ja gerade gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr hinbücken. Das war gerade so das Problem. So, das Gerät haben wir damit schon mal aus dem Weg geräumt. Okay, ich kann da nicht sneaken, dann fällt Lara durch die Textur. Good to know.
Ich glaube, das ist Leuchtpatronen-Scheiß. Und Sprung. Ich speichere hier mal, weil ich traue dem Ganzen nicht. Okay, laden. Zum Glück habe ich gespeichert, das wäre sonst ungünstig jetzt ausgegangen. Junge! Ist jetzt nicht so ernst. Nochmal neu laden. Der hat sich in der Textur verbuggt und ich konnte ihn dadurch nicht mehr treffen. Wundervoll. I don't care. Lara, verdammt! Hey, der hat ein Medipack wenigstens fallen lassen. Na, wenigstens was.